Da sind wir auch schon wieder. Und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, wenn ich ehrlich bin. Hier ist nichts, da ist nichts. Sie haben diesen komischen Scheiß angucken. Und nachdem ich jetzt mal ganz kurz pinkeln war und mir eben ganz kurz was reingepfiffen habe an Mampfsachen, geht's weiter. Und ich habe einfach keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich habe einfach sowas von keine Ahnung und es ist so frustrierend. Und fangen wir nochmal an. Alter Mann, ganz ehrlich. Ich will ein Foto von dir machen, verdammt nochmal. Ah, fick dich doch. Warte. Was? Okay. Geht 1907 noch? Anscheinend nicht. Okay, wir brauchen einen Code, Leute. Wir brauchen einen Code. Und nicht den Code, sondern wir brauchen einen Code, einen vierstelligen Zahlencode. Der muss doch hier irgendwo im Haus sein. Hier irgendwas Codemäßiges. Code. Komm doch raus. Ich habe endlich mal eine Andeutung, wo ich lang muss. Und ich wette. Moment. Das könnte passen, oder? Geh mal weg. Ja, das könnte passen. 5, 3. Ist das eine 6 oder eine 7? Ich muss das eine 7. 7, 5. 5, 3, 7, 5. Ein Versuch ist es wert, muss ich sagen. Zack. 5, 3, 7, 3, 4, 5. Ha, da guckst du, alter Mann. So, was gibt's hier? Wow, ja, wunderbar, geh weg. Geh weg jetzt! Hab ich gesagt. Danke. Ein Orb. Jesus Christ. Hallo, Dolly. Spiel. Was hast du gesagt? Ich schieb dir Dinger in die Augen. Hallo. Du bist aber ein schnuggeliges Gerlchen. Ah, ein Auge, cool. Warte, ich habe ein Auge für dich. I love you. Ja, ich hab dich auch lieb. Eine Lampe, wie viel brauchen wir jetzt noch? Noch eine Lampe? Wir haben die Vertagebücher gefunden. Aber das lesen wir uns gleich erst durch, würde ich sagen. Das lesen wir gleich erst. Ich bin nämlich gerade hier am Raum erkunden und das freut mich gerade, dass ich weiß, wie es weitergeht. Rotwein! Bottle of Wine. Eine Lampe. Ist das geil oder ist das geil? Noch zwei Schädel und die Obsidianklinge. Supi. Oh yeah! Sweet. Crank, ich habe keinen, mit dem ich spielen kann, willst du mein Freund sein? Was? What? My daddy will kill you. Okay. Dann soll dein Daddy das ruhig mal versuchen. Okay, ich glaube, das war's hier dran. Wir brauchen nur noch einen Obsidian Square. Tja. Also, wir brauchen noch. Ja, ich weiß. Wir brauchen noch zwei Schädel und noch eine Obsidiankugel. Aber vorher geben wir uns das Tagebuch. Hooray. Denn ich bin voll fröhlich. 85, also ganz am Arsch der Welt. Ich und Jenny sind, kamen an diesem Morgen in diesem Camp an. Es ist super, es ist lovely und es ist sehr ruhig und toll, einfach nur. Es ist niemand anders da. Wir sind gerade mal, wir sind 60 Meilen in 3 Tagen gefahren und wir sehen diese stunning scenery, diese beeindruckende Aussicht quasi. Ich denke, ich frage Jenny, ob sie mich heiraten möchte. Es ist einfach ein wunderbarer Platz da. Vielleicht tue ich das schon morgen Nacht, wenn das Wetter gut ist und die Zeit richtig. Jenny ist spazieren gegangen heute Morgen und ich habe ein, und sie ist ein paar Stunden nun weg. Ich erwarte sie. Sie ist schon seit ein paar Stunden weg. Eigentlich dachte ich nicht, dass sie so lange wegbleibt. Ich hoffe, dass sie okay ist.
Wenn sie nicht bald wieder da ist, gehe ich sie suchen. Ich werde den alten Mann fragen, ob er sie gesehen hat. Vielleicht mache ich mir auch Sorgen über gar nichts. Es wird langsam ernst. Jenny ist nun den ganzen Tag nicht da. Der alte Mann hat keine Ahnung, wo sie ist. Und hier ist kein anderer, den ich fragen könnte. Ich werde wohl zur nächsten Stadt gehen und die Polizei dort davon informieren. Aktuell. Blablabla. Nun werde ich sie suchen gehen. Alles, was ich bisher gefunden habe, ist Essensumwickelpapier, das aus ihrer Tasche gefallen sein muss. Ich hoffe, sie ist okay. Einen Tag später. Es sind mittlerweile 2 Tage und immer noch kein Zeichen von Jenny. Ich habe Fußspuren bei den Käfigen, bei den Höhlen gefunden, aber es ist aber keine Chance, dass sie dumm genug wäre, in eine dieser Käfige, ach, in dieser Höhlen allein zu gehen. Ich werde ganz kurz reingehen, um reinzugucken, da ich denke, dass das die einzige Erklärung sein könnte. Ich werde sehr vorsichtig sein. Das ist nicht, wie ich dieses Wochenende geplant hatte. Ich muss Jenny finden. Ich habe das Gefühl, dass wir Jenny irgendwann finden werden. Aber dazu später mehr. So, jetzt wird es wieder Zeit, dass wir suchen. Some Dirt. Ein Schädel. Juhu. Finde ich voll super. Wir brauchen nur noch ein Obsidian-Square. Mal schauen, wo dieser ist. Hier haben wir schon alles abgesucht, glaube ich, mit dem Metalldetektor. Es muss irgendwie metalldetektonisch sein. Kommt schon, Leute. Wir haben so viel gefunden. Ich brauche nur noch ein Skull und ein Obsidian, eine Obsidiankugel. Dann habe ich alles. Pathway into the Woods. Also es müsste dann eigentlich je nachdem 5 Grabstellen geben. Das ist die erste. Ich schätze mal, wir sind ja schon gegraben. Haben gegraben. Hier haben wir, glaube ich, auch schon gegraben, meine ich. Ich weiß es nicht. Ich kann mich daran nicht erinnern. Aber das wäre dann Grabstelle Nummer 2, wenn ich richtig gezählt habe. Nö. Grabstelle Nummer 3. Hier haben wir auch schon gegraben. Grabstelle Nummer 4 haben wir auch schon gegraben. Und Grabstelle Nummer 5 müsste hier doch irgendwo sein, oder? Ich will nicht in den scheiß Käfigen graben. Der ist eh nichts. Ich habe so keine Ahnung. Ich meine, hier müsste irgendwas sein. Hier muss ich doch irgendwie graben können oder so, oder? Bitte verarscht mich doch nicht. Ich werde nicht so weit im Spiel in einen scheiß Walkthrough schauen. Vergesst es. Leckt meine Eier, das werde ich nicht machen. Du hast so far. Sound off? Yeah, das Sound off. Und wir sind jetzt schon über 1 Stunde drin. Sind mittlerweile im 4. Part. Und ich habe sowas von keine Ahnung, wo ich diese Scheiße kriege. Ich schätze mal. Ich brauche eh noch einen. Ich brauche eh noch einen 5. Einen 6. Das wird so nichts bringen. Da schiebe ich einfach mal seinen Kopf rein. Diamond Engagement Ring, das ist so der, den er hat, oder? Das lässt mir gerade eine leichte Gänsehaut drüber fahren. Fucking hell, wo geht's denn hier weiter? Wir haben so viel gefunden. Damn you. Schade. Das wäre lustig aus, glaube ich. Das Auge kann ich anscheinend nicht nehmen oder so. Na cool, dass hier unten 2 Lampen drin lagen. Das war genau die wir brauchen. Ich brauche doch nur noch eine Obsidiankugel. Fuck. So. Moment. Screen Adjustment. So. Ich habe mich aus Versehen mit dem Mausrad ein bisschen nach unten gekommen. Ah, Leute, verarscht mich doch nicht. Sag mir doch einfach, wo ich buddeln muss.
Ich hasse euch. Wo ist diese verfickte letzte Obsidiankugel? Verdammte Scheiße. Ah, noch ein Bild von nochmal Anko hier irgendwo. Wo ist er? Da. Ich meine, aber die habe ich auch schon gebuddelt, oder? Ich gehe nochmal alle Stellen ab, die ungefähr so aussehen, als könnte ich hier buddeln. Hier. Ich meine, so schwer dürfen die ja nicht zu finden sein, oder? Hier nicht, hier nicht. Hier nicht. Hier habe ich schon. Will ich nicht rein? Hier nicht, hier nicht. Wie viele Minuten sind wir drin? 11 Minuten sind wir drin. So Leute, wir machen das Ganze jetzt so. Ich werde noch raussuchen und sobald ich die letzte Obsidiankugel gefunden habe, werde ich mich melden. Ihr seht ja links an der Zeit, wie viel das dann gebrauchen dürfte. Und wir sehen uns in Part 5, wo es dann endlich weitergeht. Denn ich will jetzt nicht noch 5 Parts verschwenden, die ich doof und ich hier gegen suche. Also Leute, bis gleich.